Jo Leute, was geht mit The Devil of Tanks? Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play World of Tanks. Jo, hier sind wir wieder und ihr seht, habe ich hier schon am Start den Object 432 und schaut euch das an, er hat ein neues Geschütz bekommen von mir. Das heißt, ich habe freie Erfahrung ein bisschen verschwendet und habe nur noch 200 normale Erfahrung für die Panzer. Das einzige, was ich halt noch brauche, ist der Motor und damit nicht noch schneller. Checkt, ich fahre 50 so schon. Und dann nochmal den Motor, da bin ich ja noch schneller. Und ja, Topgun ist drauf. Und ja, ohne groß rumzureden, legen wir los. Hab wieder mit dem MiG ein bisschen rumgespielt. Vielleicht ist es jetzt besser geworden. Ich weiß es nicht. Hab gerade ein kurzes Video gemacht, 5 Minuten, hab's angehört, lief perfekt. Ob das jetzt immer noch so ist, wissen wir nicht. Das war ein 5 Minuten Video und das wird jetzt ein, ja, längeres Video. Ich will über dieses Thema, was ich euch schon mal gesagt habe, reden gerne, aber da traue ich noch nicht zu, dass ihr müsst es ja nicht hören, aber ja, das müssen wir erstmal hier testen. Und wenn es weiterhin so läuft, gut, dann morgen definitiv das Thema. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Muss halt irgendwo Grenzen geben, weil sonst raste ich aus. Ich meine, ich will so gern darüber mit euch reden, damit ihr versteht, was ich meine. Und ja, so. Topgun sieht auch sehr schön aus, hat einen fetten, angeschwollenen Pimmel vorne. Nein, Scherz. Auf jeden Fall sehr gutes Geschütz, ladet langsamer nach als der Vorgänger. Dafür aber Durchschlag wie die Sau. So, Ping haben wir 60, das ist schlecht. Und sollte mich aber nicht wirklich stören. Stören? Na, ich weiß nicht, wohin ich fahren soll. Lags sind mir nicht gut. Das Spiel macht auch ein bisschen asynchron mit. Leider. So. Was schreibt einer Basinga? Ich schreibe Hasinga. Da fallen Bäumchen um. Ich wurde gesehen. Hab sofort kassiert, ohne zu sehen, dass auf mich jemand schießt. Ach komm, der fährt und schießt mir eine untere Wande. Scheiß Wichser, würde ich mal sagen. Ob ich jetzt nochmal das machen darf? Diesmal mit mehr Vorbereitung. Ja, Bäume fallen und ich sehe nichts. Wo ist denn der Gegner? Das ist halt nur Müll. Also der kassiert halt gerade der Absurdeste, aber ja, da ist einer. Der ist schon tot. Das ging schnell. So, gucken wir nochmal. Keiner, den ich irgendwie vermissen sollte. Dieser dreckige Wichs hat mich getroffen. Oh, wo kommt der Verstärkung? Ja, campen kann ich auch, Kollege. Wegen der Artillerie muss ich mich verziehen. Und wegen den Kollegen, ja. Muss ich mich verziehen. Ihr schaut euch das an, die schießen, zielen ja nicht mal. Schießen einfach viele Blöden. So, den haben wir genutzt. Also ziehen kann ich gut mit dem Panzer. Aber auf jeden Fall haben wir schon 700 Damage kassiert. Das ist nicht so, ja, nicht so sexy. Sexy wäre, wenn ich den Leuten zu viel Damage reindrücken würde. So, die pushen, das gefällt mir. Ich will angreifen, aber du musst mir schon blöd zustimmen ziehen. Oh, das ist ein Jagdtiger. Schade. Ja, ich helfe dir beim Treffen. So, jetzt bin ich weg vom Schussfensterchen. Na, der Kollege denkt, der ist hier immer. Ja, komm, schieß wieder. Schieß, komm. Und? Nee, hast du dich nicht getraut. Dreckige Ratte. So, ich habe die Artillerie, wurde jetzt gesehen. Ja, da ist nur die Scout gesehen. 6-2 steht es immerhin. Ein Vorteil für uns. Das ist doch akzeptabel. Hm, ich muss warten. Der Kollege ist schon gefährlich mit seiner fetten Gun. Der Jagdtiger wird ihn schon nutzen. Hauptsache, er kriegt keine Asynchro. Und dann ist witzig.
Das ist natürlich nicht so toll. Und ich wurde von ihm noch getroffen. Er ladet ja nach wie ein junger Gott. Das heißt, wir müssen mit ihm nochmal spielen. Und wir drehen dann eine weitere Runde mit dem T30, ohne Lust, ohne groß rumzureden, weil ich will dieses Mikkel-Scheiß nochmal verdammt testen. Und wenn es alles gut läuft, dann bin ich zufrieden. Dann könnt ihr morgen was Gutes von mir hören, endlich mal. Hier kommt halt natürlich auch der Frust dazu, ne? Wo man will es halt nicht, aber es ist so. Ich meine, wie blöd muss man sich da vorkommen? Man schaut sich ein Video und man hört nur, hey Leute, was geht? Ich bin wieder der Devil of Tanks. Und nein, ich sag ja immer, yo Leute, was geht? Ich bin wieder der Devil of Tanks. Du kommst dann weiter und warte, lässt für World of Tanks und stumm. Also, beziehungsweise soll sofort leise. Das ist dann natürlich, naja, kacke, richtig kacke. Ich meine, viele gehen ja auf meinen Channel, weil die hören gerne, was ich sage. Ich meine, mein Gameplay ist klar, das ist ja von mir, aber man hört ja auch gerne zu, was deine sagt. Und wenn man halt mal ein stummes Video hat, das ist dann auch blöd. Ich gehe nicht auf die Qualität des Videos ein, sondern immer eher so auf das Reden. Immer was man Gescheites sagt, immer was zum Spiel passt, immer was halt taktisch hilft bei euch, zu mir persönlich. Weil, wie gesagt, mein Traum ist eines Tages in WoT richtiger Pro-Gamer zu werden. Dahin ist aber noch ein langer Weg. Weil ich stelle mir persönlich was ganz anderes unter Pro-Gamer vor als andere Leute. Und ja, jeder hat halt seine eigene Vorstellung von Pro-Gamer. Und meine Ziele sind halt schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Deswegen sage ich das. Also muss ich das erstmal erreichen, bevor ich weiter zu oder kommt. Okay. Wir haben noch drei gespielt. Super gut gespielt. Da unten ist keine Verstärkung. Die 100. Muss man den nochmal runterkommen? Ach scheiße, meine Nachladezeit reicht nicht aus. Aber dafür reicht es nicht. Komm Kollege, du bist tot. Du bist richtig tot. Scheiße. Der Stock. Der fährt in den Orange raus. Ich leite das. Ich weiß nicht, was gleich passieren. Bisschen blöder. Ballon. Er hat mir fast 600 Damage gegeben. Also ohne weiteres. Aber ich muss halt meine Leute hier deffen, weil sonst geht schlecht aus für uns alle. Ja, der fährt jetzt raus und dann treibt er. Mach mal die Hölle heiß hier. Ungern, dass ich zurückfahre, das ist nicht mein Ding. Ach komm. Komm, das war doch Blödsinn gerade. Das war gerade richtig witzig. Das hat schon echt keinen Sinn gerade erleben. 1 zu 7, Alter. Ich glaube, ich muss noch eine vierte Runde dranhängen. Bei solchen Gedanken kann man nicht spielen. Nee, Mann, das ist doch zu witzig. Nee. Ich muss, glaube ich, noch eine Runde aufnehmen. Noch zwei, meine ich. Und das war ja katastrophal. Also gewonnen haben wir, aber es hat mir nicht gefallen. Also nochmal zwei Runden. Das ging ja zu schnell, zu kurz. Mal sehen, ob wir jetzt besser machen können. Das war mir viel zu witzig gerade. Einfach mal mit dem T30 nichts gerissen. Weil mein Team einfach mal denkt, ja, die da unten kommen schon klar. Oder war noch einer? Nichts war alles klar. Spaß dabei. So. Da kann man also die Mikro Fähigkeit nochmal mehr testen. Mehrere Matches, ob sich da was ändert. So. Ich war natürlich rechts, wie ein harter Ficker. Und versuche mal einfach mal die Medium-Panzer aufzuhalten. So gut es geht. So. Null und go. Bis ich natürlich da ankomme, dauert es ein bisschen. So,
go, go, go. Schieß mal in diese Türchen rein. Und dann kommen schon die ganzen brennenden Leute raus. Ich weiß gar nicht, ob man da brennen würde durch, ich glaube, nur durch die Explosion würde sich der Mensch anzünden, aber durch einen Treffer im Inneren des Panzers. Weiß ich nicht, ich bin kein Experte. Okay, die Artillerie ist schon mal voll geskillt. Hat natürlich verkackt beim ersten Schuss, aber war nicht schlecht geraten. Hätte mich gleich kümmern schalten müssen. Aha. Ja, das Problem ist halt jetzt gut, halt nicht viel hochzufahren. Okay, er hat mich gedamaged. Na, bringt niemandem was. Ja, er hat nichts ab. Wollte mal wieder was versuchen. Ja, Arty cheated. Das war das nur gesagt. Ist ja meines Besonderes. Komm mal, geht nicht durch. Zeitlich. Wertungstreffer! Jetzt komme ich durch. Der 100-Geschwindigkeit kann ich nicht zielen, aber ich spiele die Felsen mehr ab. Durch. Weil Winkel und so. Ich spiele sehr viel. Der ging voll durch ihre Panzerung. Durch. Er hat mir in den Turm geschossen und ich habe einen Arsch. Das ist logisch. Ein Jagdfahrzeug. Da würde mich finishen. Du Hure. Okay. Drehen wir noch eine Runde. Mit dem T-30. Ist mir gar nicht gefallen, so mein Kollege hat mich geschrieben. So. Nein. Und, ja gut, die letzte Runde aber diesmal. Das war mal richtig witzig. Hab mal wieder verkackt, natürlich. Aufs härteste. Aber es geht ja gerade nicht ums Spielen, sondern eher um den Scheiß-Mick. Wenn der jetzt geht, dann könnt ihr morgen euch auf was freuen. Wenn er nicht geht, dann... Und wenn er heute geht und morgen nicht, dann bin ich kurz vor meinem Ausraster, aber ich hoffe mal nicht. Egal, dafür habt ihr wenigstens 4 Runden Gameplay zu sehen. Das ist ja immerhin etwas. Plus meine Stimme, die zwar müde klingt, aber immerhin aktiv am Reden. So. Wichtiges Ding, wir müssen in die Stadt. Zweites wichtiges Ding, die Leute müssen in die Stadt. Wenn die nicht mit mir in die Stadt fahren, dann sind wir tot in der Stadt. Wenn nicht zumindest so. Auf geht's! Da hier ist 8 Pferd schon gut, hier 30 Pferd. 2 Pferd mit. 2 Pferd ist 8 Pferd mit. Da brauchen 3 Pferd mit. Das können wir gut machen. Okay. Das ist auf jeden Fall witzig. Aber ich habe eine Masse. Ja. So. Ja. Hol mich schneller, kommt nicht mehr, sonst kommt die Panik. Sie kann ich. Gerade. Und gerade was kann ich machen?
So, hier bin ich wieder. Ihr habt gesehen, mein Spiel hat sich gerade geschlossen. Ich bin jetzt wieder drin. Ich lebe noch anscheinend. Was ich glaube, wir haben die Kette repariert. Ja, ich kann meine Kette nicht mehr reparieren. Gut. So, ja. So sieht's aus, Leute. So. Saubere Sache. Naja, immerhin habe ich es getestet. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei einem richtigen Let's Play World of Tanks wieder. Ciao.